ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu 7 Days to Die in der Alpha 19 und der Exitus Mod. Seid gegrüßt, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollten wir unsere Sachen rüberbringen. Also ich habe schon einen ganzen Teil rübergebracht, bin jetzt auch voll. Und dann werde ich mal rüber in die neue Base und werde die Sachen eben in die Kisten schmeißen. Altbekannte Problem natürlich wie immer ist, dass ich danach erstmal alle Kisten sortieren muss, mache ich aber dann im Offscreen. So, nun erstmal darüber. Mal eben gucken hier. Genau, da war die mit der Rüstung und da mussten wir hin. Immer die Straße hoch und dann ein bisschen rechts rüber. Dann sollten wir da sein. Ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt, bis ich da bin. Und dann schalte ich euch wieder dazu, wenn ich angekommen bin. So, und da bin ich auch da. So, ich habe bis jetzt soweit erstmal alles in Holz ausgebaut. Ihr seht, ich habe hier nur ein paar Kisten gestellt und habe angefangen ein bisschen zu buddeln und ein Stück vom Aufgang hoch gemacht. Also den Rest will ich gerne mit dem Erdbohr machen, weil das ist doch sonst eine ganz mühselige Geschichte. So, jetzt haue ich erstmal alles hier rein. Und da muss ich nochmal eben meine Sachen wieder suchen hier. Die müssten aber so ziemlich am Anfang von den ersten Kisten liegen. Oh, wo auch immer ich angefangen habe zu sortieren hier. Hier, genau. Tabletten. Munition wollte ich hier lassen. Schmerztabletten. Ein paar mitnehmen. Und den kann ich lesen. Den hier auch. Und die zwei auch noch. So. Was brauche ich da noch? Frames wären nicht schlecht, ne? Die nehme ich mal noch mit zur Sicherheit. Wasser kann hier bleiben. Dafür könnte ich die leeren Gläser mitnehmen, kann ich sie direkt voll machen, wenn ich irgendwo bin. Essen sieht gut aus, trinken sieht auch gut aus. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Tee mit. So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal die Sachen eingeräumt, unsere Grundausstattung wieder dabei und dann würde ich sagen, gehen wir noch eine Runde durch die Häuser wegen dem Erdbohrer. Ja, und Bauplan für eine Werkbank. Weil damit steht und fällt jetzt alles, weil ich auch einen Betonmischer brauche. Habe ich hier noch was drin? Ja, gut. Ah, Sprit reicht noch. Okay. Weil ich ja auch einen Betonmischer brauche, würde ich sagen, wir gehen mal. Hier ist der Zoo gewesen, da kam die nächste Stadt. Bei den Büchern waren wir. Ja, komm, gehen wir einfach mal hier noch. Nach hier unten, was ist mit dir los? Na komm. So. Noch einer hier? Nein, ne? Und die Tür mache ich. Nein, die ist dazu. Okay. Gut, dann fahren wir mal da hoch und gucken mal, ob wir da oben was looten können. Können natürlich auch mal in dieses Farmhaus reingehen. Wobei ich glaube, da ist die Grace drin, ich bin mir aber nicht sicher. Das ist auch cool gemacht da. So, oh, Kühe. Oh, Kühe sind gut. Kühe sind gut, da kriegen wir vielleicht sogar eine Kuh.
Milch. Oh. Oh, sobald du die Kuh, also sobald du Milch aus der Kuh nimmst, ist Milch, ist... ist Kuh tot. Okay. Gucken, kann man die auch so töten? Nee. Okay, das heißt also Kühe nur Milch und dann Kühe tot. Leider kein Fleisch für die Kühe. Aber wir können ja mal hier rein ein bisschen looten. Autsch! Von hinten, ich glaube Spinne. Oh, da kommen sie auch noch. Nein, nicht so schnell. Stirb langsam. Na, kommst du her? Kommst du rüber? Kommst du rüber? Kommen sie näher, kommen sie ran. So. Gut. Altes Satellit hier. Schleichst du dich denn an hier? Bist du verrückt? Ups. Oh, ein Erdnuckel. Traut sich gar nicht. Ist ja süß. Na komm. Es lebt. Taschen mit, okay. Aber mir einfällt, die hatten doch beim letzten Mal, da hinten war doch ein Baumarkt, oder? Da hätten wir mal reingehen sollen wie in einem Erdbohrer. Oh. So, auf jeden Fall nehme ich die Sachen auch mit hier. Oh shit. Los raus hier. Also bestimmt wieder, ich wollte sagen, das ist doch wieder eine ganze Fuhre hier. Gut, dass ich die Kühe selbst getötet habe. Na kommt. Hallo, ich bin der Zoom und wer bist du? Ich bin der Dexter und du bist gleich tot. Renn mal vor dich hin. Boah, bei dem Typ ist mir jede Art von schmerzhaften Tod recht. Was ist denn los mit euch da hinten? Ihr seid alle verkehrt, ihr müsst zu mir. Alle um ein Bäumchen da hinten rum. Na komm. Dann lud ich noch ein bisschen, bevor ihr da seid.
Na, Zenzi? Oh. Na, komm, mein großer, kräftiger Freund. Na? Fallst du jetzt um endlich, Mensch? Der will nicht sterben. Jetzt aber. So. Hallo, ich bin der Su und der Ich bin der Su-Töter. Mein Freund. Blub, blub. Da steht er wieder. Oh, meine Güte, wie viel gibt's denn da von hier? So. Da war dann noch so ein Su. Da war doch noch so ein Su. Wo ist er hin? Da. Komm her. Hallo, ich bin der Su und wer bist du? Zeig ich dir jetzt. So, dann können wir mal eben weiter gucken. Hier alle gelootet? Ja. Nur die hier glaube ich noch nicht. Ne? Die haben wir schon nicht gelootet. So. Genau, hier war ich stehen geblieben, die wollte ich noch abbauen. Wunderbar. Gut, dann können wir eigentlich auch hier Mais mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Oh, jetzt schon wieder so einer. Mein Freund, der Candyman. So. Tod durch Schaufel. Oh, welche? Nein. Ich sehe nur alte. Gut, dann hätten wir den Mais auf jeden Fall auch abgeerntet. Was haben wir denn hier Schönes noch? Nehmen wir auf jeden Fall auch mit, die Heidelbeeren. Da ist nochmal Mais. Und? So, dann haben wir den Mais auch. Zack, hier auch mal hier reingucken. Da hinten sehe ich schon was. Ja, ich hab dich gesehen. So, dann nehme ich auch mal mit hier, oder? Mein Schaden kann's ja nicht. Jetzt werden sie alle wach. Jetzt werden sie alle wach. Auf die Finger. So, da haben wir nix, da haben wir nix, da haben wir noch ein bisschen was.
Zumindest finden wir eine Menge Baumaterialien hier. Nach oben. Zuck. Ups. Also, an Baumaterialien holt man hier echt eine Menge. Damit haben sie nicht gegeizt hier. Mist. Papier, da liegen noch ein paar Baumaterialien. Und der Lindzombie. Zack. Tot durch Schaufel. Ist denn Holz dabei? Na, Dickerchen. Hält nicht, ja? So. Haha. Wieder zurück. Dann können wir die auch eben abbauen hier, oder? Wo wir uns den Hauptblut, glaube ich, der ist da oben holen. Schon mal zu essen gefunden, der schreit schon wieder nach Essen, der Ärmste. So, dann haben wir die auch. Da wird noch einer stehen. Da habe ich jetzt da hinten, um mich rüber zu bauen, habe ich keine Lust. Obwohl, da liegt auch noch ein Rucksack, ne? Dann muss das sein. So. Nee, ich weiß, du hast Hunger. So. Die Nummer mit dem Fahrstuhl kenne ich schon. Ja, hier muss ich mich aber... Hier muss ich mich ein bisschen rüberbauen. So. Müsste warum. Ja komm, dann nehmen wir die auch mit, oder? Da hinten kommt das Erdnüppelchen auch schon. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Na komm, runter. Komm schon, lass dich nicht bitten, Mensch. Also. Einer von oben, einer von unten, das ist echt gemein hier.
Diesmal baue ich mir aber da hoch. So. Hä? Aber sind gar keine Frames? Dann wollen wir mal schauen. Ein bisschen Muni, eine AK, ein 5er. Sehr fein. Nochmal Muni. Medis. So, und jetzt ein Erdbohrer. Schmelztiegel. Erdbohrer? Nein, Schaufel. Na, ich brauche doch einen Erdbohrer. Fässchen kann ich da auch noch looten. Ist mir nichts drin, so ein Ärger. So gut, dann würde ich sagen, ja, da hinten, das können wir da. Das können wir gerne da lassen. So. Ja, kleiner, kommen wir schon. So. Ein Schränkchen habe ich übersehen. Paar Gläschen, okay. Gut, und was haben wir da hinten drin? Die Baumschule? Millionen Zombies oder so, ne? Ich will erstmal reingucken. Hunde. Oh, cool gemacht. Da ist doch Essen. Nur nichts drin. Oh, neues Rezept für ein Brot. Ich hab das richtig gesehen. Oh, den nehmen wir mit. Machen wir da drüben rein. Oh, hier sind. Ja. Mein Freund, aber so nicht. So nicht. Na, hier sammeln wir da auch alles schön auf. Weiß ich schon, ich muss einen riesen Garten anlegen. Mit dem, was man hier so machen kann. Das ist selber einen ganzen Bauernhof bauen, wenn das so weitergeht. Erstmal draußen gucken. Ja, ich komme gleich rein. Keine Hektik. Ich bin schon da. Nütz. Nichts drin. Frechheit. Wir kommen umsonst. Oh, guck an, der kehrt. Ich hoffe, der nimmt mir nicht übel. Da ich mir jetzt hier den ganzen, der ganze Weißkraut klau. Du bleibst liegen. Oh, ohne Arme keine Kekse. So. Und du warte mal schön da drin. Ich muss hier erstmal draußen
die Gartenarbeit erledigen. So, jetzt komme ich. Jetzt komme ich, Candyman. Ja. Danke. Was mit dir? Kampfbesen. Ja. Armer Kerl. So. Kann ich den jetzt einsammeln? Jo, tatsächlich. Ein Bauer lebendig. Cool. Wir haben einen Bauern. Wie cool ist das? Wir haben unseren eigenen Bauern. Und du? Konntest sein Haus nicht verlassen, nicht mal zum Tod, hä? Hier ist doch nichts. Armer Kerl. Aber ein Schwimmbad hat er gehabt. So, was haben wir hier? Oh. Im Sandkasten. Der Sarg. Sand? Cool. Nehmen wir natürlich mit, ne? Würde ich sagen, Sand ist immer zu gebrauchen. Ja. Na, Rotschopf, lieber nicht. Ja, ich gebe dir mal zu essen. Kleiner, sonst kommt ein bisschen hier. Tuna, komm. Iss mal Tuna. Kann ich Penner-Eintopf auch mal eben lesen. Was haben wir hier noch? Bogenschießen für Ranger. Ödland-Schätze Band 1. Die kennen wir schon. Und hier unser Rezept Kürbisbrot. Okay. So. Was habe ich denn noch Gutes? Den kannst du auch essen. So. Dann solltest du jetzt erstmal genug haben. Hey, direkt im Doppelpack. So. Was hast du denn in deinem Handtäschchen gehabt? Ah, noch ein bisschen. So, und jetzt. Schon fertig. Schon fertig. Ja, prima. Da würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg nach Hause. Ausladen. Die nehme ich natürlich noch mit, die Gurken. Aloe Vera nehme ich auch mit. Ob ich denn meinen Shop auch stehen? Oh, ein Hühnchen. Hühnchen. Aber wir haben eigentlich genug Fleisch, ne? Hier ist mein Rennshopper. So, jetzt muss ich aber mal, ich muss mir jetzt definitiv, ganz ehrlich mal, einen Wegpunkt hier machen. Hör auf mich zu hauen. Wo ist denn? Zeigst du mir den auch an? Auf Karte zeigen. Da. Wunderbar. Da kann ich die Sachen eben wegbringen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Baumarkt. Aber erst in der nächsten Folge. Dann gehen wir nochmal da oben, wo die Richtung Buchhandlung. Ach, hier ist ja der Zoo. Eine tolle Wurst. Da hinten war doch.
nochmal Richtung Buchhandlung. Da hinten war ja auch ein Baumarkt. Das wäre, denke ich mal, eine ganz coole Geschichte. Oder wir gehen einfach hier ein Stückchen weiter rauf in die Stadt rein. Könnten wir eigentlich auch machen. Vielleicht ist da ja auch ein Baumarkt. Dann können wir auch direkt noch ein bisschen was erkunden. Zeitgleich hat natürlich dann auch was. Ja, wir haben jetzt Tag 23. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich kann ja auch schon wieder ein bisschen weiter aufrüsten hier an unser Hordenbase. Dann müsst ihr aber einen Tag nochmal im Offscreen Holz hacken. Ich glaube, davon habe ich nicht mehr genug. So, wenn ich jetzt noch meine Hütte wieder finden würde, ne? Wo sind jetzt ein kleines Kellerhäuschen? Genau in die falsche Richtung. Man müsste da. Ist da genau auf der anderen Seite? So. Man kann aber eigentlich nicht, ne? Doch. Jawohl. So, dann gehe ich wieder ausladen. Und mache mich dann direkt auf den Weg wieder Richtung Stadt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge in der Stadt wieder. Ich könnte ja eigentlich auch schon mal ein bisschen sortieren bis dahin, ne? Ey, ich schau mal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge in der Stadt wieder, Leute. Vielen lieben Dank für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir noch ein Däumchen, ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hier so gesehen habt. Bleibt mir gewogen, euer Dexter. Bye, bye.